Finde ich sehr romantisch. Warte. Ich hab. Ein Ring. Scheiße. Ist schon gut, Mucki. Es ist ja nicht so, dass ich mir diesen Augenblick wie aus einer 90er-Jahre-Romcom vorgestellt habe. Nein, so hatte ich das nicht gemeint. Ich weiß, und glaub mir, Scheiße ist nicht gerade das, was ich mir für diesen Moment ausgemalt hatte, aber dafür können wir dann den Kindern später eine richtig tolle Story erzählen. Kinder? Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Wann habt ihr das erste Mal von Shiras sexueller Orientierung erfahren? Sexuelle Orientierung? Wow. Klingt wie ein medizinischer Begriff. Okay, dass sie lesbisch ist. Das klingt wie eine Krankheit. Mir gehen die Synonyme aus. Findet ihr, es ist überstürzt, nach nur 3 Monaten Beziehung zu heiraten? Ich freue mich, dass wir zum letzten Mal eine neue Freundin zum Schabbatessen haben müssen. Das kommt jetzt so rüber, als wäre sie ein Flittchen. Wir beide haben nach 6 Monaten geheiratet. Weil ich den Braten reingeschoben habe. Eine schwangere Braut strahlt besonders schön. Oh, hört auf, das ist ekelhaft. Auf jeden Fall wird Maria unsere Familie wunderbar bereichern. Ja, deine Schwester hat wirklich den dreifachen Treffer gelandet. Die heilige Dreifaltigkeit. Lesbisch, nicht jüdisch, deutsch. Endlich erlauben Sie es mir, dich kennenzulernen. Es ist mir eine große Freude, Sie endlich kennenzulernen. Hör zu, du solltest wissen, dass es mir egal ist, dass sie eine Lesbe ist. Solange du nicht wie ein Fernfahrer aussiehst, habe ich kein Problem damit. Maria, würdest du mir in der Küche helfen? Die Neue macht gerade ihren Doktor in irgendwas mit Pflanzen. Und deine Mutter sagt, sie ist Deutsche. Na schön. Und was passt dir nicht? Du wechselst Freundinnen so oft, wie ich meine Zahnprothese verlege. Warum muss ich genau diese jetzt kennenlernen? Was ist an ihr so besonders? Hey, Oma. Was? Du hast mich doch lieb, oder? Naja, du bist diejenige, die ich am meisten toleriere. Oma, du wirst sie lieben. Zeig mir den Ring. Ja. Seht ihr ihn? Oh. Das ist ein Familienerbstück. Ich nehme den nicht mal zum Duschen ab. Jetzt müssen wir dich sofort besuchen. Hier? Ja. Nein! Doch, wir müssen doch sehen, wie unsere Tochter lebt. Shiras Eltern kennenlernen, eine Hochzeit planen. Moment. Darf ich vielleicht jetzt erstmal fragen, warum ihr überhaupt heiraten wollt? Ich meine, das geht jetzt alles irgendwie so total schnell. Geht's dir um die Gleichstellung der Homo-Ehe oder willst du deine Bürgerrechte aus Protest ausüben? Oder? Ich nehme eher an, weil sie verliebt ist. Komm, wir beide lieben uns, wir haben auch nicht geheiratet. Noch nicht. Und soll ich euch alleine lassen? Nein, aber ich meine, bin ich jetzt hier die Einzige, die sich Sorgen um deine seelische und körperliche Unversehrtheit macht? Ich habe mich nicht zum Militär gemeldet, Mama. Ich habe mich verliebt. Lass ihr Ding machen. Gut. Wisst ihr was? Wenn es dir wichtig ist, dann kommen wir. Was? Wir kommen. Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Das war doch Papas Idee. Doch. Shiras Eltern kennenzulernen. Aber eins will ich von vornherein klarstellen. Die grüne Linie überquere ich nicht. Verstanden? Ich begreife immer noch nicht, warum du freiwillig horrende Mietpreise für Wohnungen in Gebieten bezahlst, die den Anmut von Dresden ausstrahlen, nachdem die Alliierten dort durch waren. Die hatten es verdient, du nicht. Du hast recht, Papa. Wir sollten lieber einen Wohnwagen mieten und auf den Nachbarhügel ziehen. Ja, ich weiß, was dich verdorben hat. Es war deine araberliebende Öko-Freak-Mutter. Ja, stimmt genau. Sie hat auch den Homo-Chip hier unter der Haut eingesetzt, die Altalena versenkt, die erste Intifada begonnen und das Oslo-Abkommen unterzeichnet. Möhren? Es geht nicht um Politik, das ist ein Fakt. Ein Araber, der im ersten Akt auftaucht, explodiert im letzten. Ich wünschte, du würdest deine kreativen, schöpferischen Ergüsse nutzbringender einsetzen. Er war ein netter Junge, als wir geheiratet haben. Seine Ansichten haben sich erst geändert, als er begriffen hat, dass Oma sich weigert, die grüne Linie zu übertreten. Das war tatsächlich das i-Töpfelchen. Außerdem war ein Haus auf diesem wunderschönen Hügel billiger. Etwas, das ich später mal meinen Kindern vererben kann. Den Hügel könnt ihr behalten. Ich hätte gerne Cash. Du bist so ein herablassender Arsch.
In deinen Augen sind wir Dummköpfe, weil wir unserem Land dienen und uns gegen den Terror wehren. Das habe ich nie gesagt. Wegen deinesgleichen spricht uns die ganze Welt das Recht ab, uns zu verteidigen. Schadest du uns? Wegen meinesgleichen? Du meinst Bürger, die ebenfalls das Recht haben, ihre Meinung zu äußern, selbst wenn dir nicht gefällt, was sie zu sagen haben? Können wir wenigstens ein Schabbatessen durchstehen, ohne dass wir über Politik streiten? Ich glaube nicht, nein. Das war rhetorisch gemeint, du Vollidiot. Wir sind zu alt für solche Spiele. Du hast recht. Bridge wäre angemessener für unser Alter. Okay, ich lasse dich dieses Mal gewinnen. Dieses Gespräch, Bertha. Du bist dran. Wir werden es führen. Dein Name ist noch immer Ibrahim. Und wir sind noch immer im Nahen Osten, also werden wir das Gespräch nicht führen. Du kannst dir von deiner Enkelin eine Scheibe abschneiden. Sie scheint mir recht zufrieden. Weißt du, in meinem Alter nimmt man sich eine Filipino-Pflegerin, keinen arabischen Liebhaber. Eben. Du hast recht, wir sind alt. Genau deswegen interessiert es niemanden mehr, was wir tun. Bertha, ich meine, alle, die uns früher im Weg standen, sind tot, weg. Stadtführerin. Möchtet ihr an der Via Dolorosa oder an der Grabeskirche beginnen? Hast du denn jetzt Dienst? Nein, aber wenn ich Uniform trage, kann ich uns in die coolsten Orte reinbringen und krieg auch noch einen Rabatt. Das ist mir unangenehm. Ich glaube an den Frieden. Wir auch. Warum kämpfen wir dafür? Guten Abend. Shalom Shabbat. Es heißt Shabbat Shalom. Ich muss sie einfach kennenlernen. Nein. Ich habe genug Freundinnen kennengelernt. Juicy? Ja. Oh, das ist Maria, meine Verlobte, also... Nichts kann meine Lieblings-israelisch-deutschen Lesben toppen. Ich gebe ihnen 2 Monate. Meine Mädchen. Hi. Du kannst jederzeit konvertieren. Besser, wir erzählen es unseren Familien noch nicht. Mama, wir planen eine Hochzeit. Wir planen eine Hochzeit. Ich denke, Sie haben den Ring bemerkt. Ja. Sind Sie Marias Eltern? Wer will das wissen? Der Mossad. Oh. War nur ein Witz. Ron. Ja. Oh. Echte Deutsche, was? Das ist das beste Projekt in der Klasse. Wir haben die Lesben, die Shoah. Willst du irgendwas andeuten? Wollen wir? Du wirst nicht heiraten. Das kommt gar nicht in Frage. Schon gar nicht Evas und Adolfs Brut. Oma. Die Verbindung zweier Kulturen ist nicht einfach. Und ich bin sehr stolz auf dich, wie du es meisterst. Es ist, als würde ich in einem Minenfeld leben, das nur darauf wartet, zu explodieren. Sonne! Passiert nämlich den Linken aus Tel Aviv. Können wir wenigstens ein Schabbatessen durchstehen, ohne dass wir über Politik streiten? Ich glaube nicht. Ich meine ja nicht, dass du konvertieren musst, aber wenn du Kinder kriegen willst... Du solltest besser deine Religion von unseren Fortpflanzungsorganen fernhalten.